rein. Bushido hat nicht privat geschrieben, ist aber auch scheißegal. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich meinte das auch ernst und also, es war alles gut. Ich muss jetzt nicht jeden Stream darauf jetzt angehen, aber hat er nicht. Training läuft gut. Ich war heute wieder und werde morgen wieder sein. Wie ist dein Verhältnis zu Christian Eckeling? Gut, wenn wir uns mal sehen, ist immer sehr gut und herzlich. Ist netter Mann. Krasser Athlet. Und macht sein Ding. Wieso bist du so schockiert? Die Frage ist, warum bist du es nicht? Ah, wie viel Kilo hast du auf der Waage? Also von mir fehlt mittlerweile ein Drittel. Ich habe mich heute gewogen und ich bin bei 143. 143, aber vor Essen, guck mal, vorm Essen, nach Sport, also Schwitzen und nach Sauna. Ne? 143. Wie lange bist du schon Muslim? Seit 18 Jahren. Nein, 120 ist zu viel, dann bin ich so eingemagert. Lass mal. Lass mal, Bruder. Lass mal. Das ist so. Ich bin bei 140, 135 bin ich zufrieden. 140 reicht. Nur Bauch muss weg. So vorne. Mein Bauch oben ist flach. Also bis hier ist flach. Hier ist so ein bisschen Bauch. Und hier an den Seiten ist so ein bisschen. Aber das ist egal. Wir haben 421 Kinder, Bruder. Wir haben auf diesem Körper 20 Ehen verbrannt. Ich küsse euer Herz. Für wen noch diese Balance? Hauptsache gesund, Alhamdulillah. So. Das ist ein Feinkostgewölbe. Ewa. Ja. Fährst du Hamburg Harley Days dieses Jahr ab? Ja. Ich glaube, wenn ich meinen Bruder Nico dazu überredet kriege, dann fahren wir auch die Harley Days. Wie soll ich mit Twin Sparring machen? Das ist doch mein Bruder. Ich mache mit Brüdern kein Sparring. Hast du... wir waren ja heute in Dings. Wir waren heute in Hamburg. Ich frage mich, wo jetzt der Giat hin ist. Er telefoniert? Wie geht's Fillard? Fillard geht's gut. Dem geht's sehr gut. Schöne Grüße an euch alle. Und ihr werdet sehr bald von ihm hören. So. Alles gut? Ja, alles gut. Was schon? So. Alles in mir. So. Guck mal. Die hätte mein Bauch weg nur ein bisschen. So hier liegen. Walla, der Endpunkt ist fit geworden. Fit. So. Ich zeig da ohne Sahne. So. Was geht ab? Kaya, Bruder, irgendwann machen wir das sowieso. Erzähl mal, Schulz, wie viel wiegt Gia? Ich wieg 120 Kilo. Ich hier mal auf. Ja.
Guck mal, Beine habe ich schon richtig abgenommen, guck mal. Nee, Bruder, ich gehe nicht boxen. Ich guck. Bin eingeschränkt. Beine habe ich richtig abgenommen. Dieses T-Shirt ist richtig am Flattern, guck mal. Wann hat mir das letzte Mal 3XL gepassiert? Ja, ist gut geworden. Wegen der Leggings? Ja, ja. Ich bin eingeschränkt wegen meinem Bein. Ich hab von deiner Mutter geklaut aus. Ich kann keinen Sport machen. Ich bin eingeschränkt wegen meinem Bein. Machen fresh unterwegs. Ja, mach mal fresh. Fresh like, oh. Bauch muss nur ein bisschen weg. Ja, nur der Bauch ein bisschen. Aber ich habe diese Body-Shaming nicht. Die Leute wollen mir immer Body-Shaming reindrücken. Nach dem Motto, guck mal deinen Bauch, guck mal deinen Bauch. Wir sind Männer, Bruder. Ich laufe wie ein Löwe, Bruder. Voilà. So, so. Bro, dieses Shirt kannst du leider nicht tragen. Ja. Solange du dein... Siehst du, ist alles okay. Na, Ibi schon mal leg. Ibi schon mal leg. Den hab ich noch gesehen, wo ich 150 Kilo war. Mach dir keine Sorgen, Kurban. Warte, ich hab dich dabei. Ich bin dominier. Wer? Block. Hey. Nein, lass, da sage ich nicht zu. Lass den. So. Wie oft trainierst du in der Woche? Bruder, ich trainiere 5 bis 6 Mal. 5 bis 6 Mal. Jetzt seit 2,5 Wochen. 5 bis 6 Mal und ich trainiere mit... wollt ihr meine Trainingspartner sehen? Warte, Highlights? Highlights. The Rebel. Der Typ ist eine maximale Tötungsmaschine. Tötungsmaschine in Leverkusen. Kurzer Fun Fact. Mike the Rebel Paris ist Kubaner und ist in Irland einfach groß geworden. Einfach Irland. Guck mal, der Typ ist so ein Schläger, ne? Der Typ ist so ein Schläger, der hat seine ersten Amateurkämpfe, hat er so in irischen Kneipen im Hinterzimmer gemacht. Kennt ihr diese irischen Untergrundfights? Davon hat er an manchen Abenden 3 Stück gemacht. Ne? Der hat davon an manchen Abenden 3 Stück gemacht. Der ist in eine Kneipe gegangen, ist da reingegangen. Bang, bang, bing, hat den Typen so die Fresse eingehauen, dass er nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Hat seine 2,5, 3 mitgenommen, ist in den nächsten lang gegangen. Bang, bing, bung, bang, bing. Er hat die Leute reihenweise verprügelt. Ihr müsst vorstellen, bei seinem ersten Profikampf, also da, wo er Profi unter Vertrag genommen wurde, ne, hatte der schon 230 Kämpfe oder so. Das, ja, ist er viel? Ich bin der. Was du willst. Sei leise, ich hoffe, meine Mutter, das stimmt. Ich hoffe, bei Gott, das stimmt. Ich hoffe, meine Mutter, das stimmt. So, der hat schon... Izo, Abgeschaut, Sprite, Metromix, Wasser. Powerade. Gipschi, egal, irgendwas, Apfelschorle, irgendwas. Was ist das? Schmeckt gut. Schau, hi. Schmeckt richtig gut. Ja, bring dir grad. Dings, das auf jeden Fall, guckt euch den mal an. Und da war dann, da hatte der noch richtig Kilo, ne? Probier, ob das dir schmeckt erstmal. Schmeckt schon. Probier, wenn nicht, dann nehme ich das gleich vor. Ja, schmeckt das schon, ne? Ja. Da seht ihr, hat doch die irische Hose an, seht ihr, bumm. Und da hatte der noch richtig viel Kilo, bumm.
Geschenk? Ja. Was hast du jetzt gerade gesagt? Wenn er so gut ist, warum kämpft er dann nicht bei Universum? Hä? Oh mein Gott, Alter. Nichts gegen Universum. Aber glaubt ihr, es gibt nur Boxer bei Universum oder was? meint ihr das jetzt ernst? Guck mal. Er ist einfach. Aber jetzt sieht er ganz anders aus. Jetzt hat er bestimmt 30 Kilo runter oder so. Wenn du jetzt mal guckst, wie er hier aussieht. Guck mal hier, jetzt sieht er so aus. Und er boxt so geil. Haben natürlich alle eine ausgezeichnete Boxschule hinter sich, die Kubaner. Es ist ja manchmal schwerer, kubanischer Meister zu werden im Kuse oder im Schwergewicht als Weltmeister. Er boxt richtig kubanischen Stil. Wappa! Oh! Also der kann schon abladen. So, jetzt rutscht die Hose da von Ulrich. Muss er aufpassen, dass er nicht drüber stolpert. Jetzt deckt er ihn da ein an den Ringseilen. Also, der ist... Der ist halt wirklich krass. Mike Perez, ihr müsst doch mit dem trainieren. Der Typ ist ein Wahnsinniger. Voila. Wenn du hier mal guckst. Warte, ist hier. Nummer 12 beim World Boxing Association. Bung. Vielleicht auch mal Blick auf die Weltmeister, die ja vielleicht auf ihn zukommen. Bung. WBC, Ilunga Makabu aus Bung. Südafrika, Bung. Guter Mann, WBA aus den Ulamirian. Da sagt der Richter, stopp, Ralas, du hast den. Bleib ruhig. So, also Mike Perez auf jeden Fall. Kondition haben wir aufgebaut. Also ich könnte jetzt nicht zur Olympiade gehen, aber auf jeden Fall, guck mal, ich will nicht übertreiben. Ich bin fitter, als ich es vorher war, auf jeden Fall. Hast du Sparring mit ihm gemacht? Bist du des Wahnsinns? Bist du wahnsinnig? Hast du Sparring mit ihm gemacht? Bist du wahnsinnig? Bruder, der Typ ist Mittelgewichter, der wiegt ungefähr die Hälfte von mir. Und wortwörtlich, glaube ich, die Hälfte von mir. Einfach die Hälfte. Was erzählst du da, Bruder, was für Sparring gegen Mike Perez? Bist du wahnsinnig? Natürlich nicht. Ben Fresh haut den behindert. Erstens wage ich das zu bezweifeln. Und zweitens, selbst wenn er das tut, ne, Ben Fresh wiegt aber auch 40 Kilo mehr als der. Er oder Agit Kabayel, ihr müsst das so sehen, der ist Mittelgewichter. Okay, er ist Mittelgewichter. Agit ist Schwergewicht. Und Agit ist Schwergewicht. Also ihr könnt das nicht vergleichen, dann müsst ihr jemanden holen, der in seiner Klasse ist. 120 wiegt, ja, dann wiegt er einfach 50 Kilo mehr einfach. 50 Kilo, Janne, was soll ich was sagen? So. Bro, kann ich mal gegen dich Sparring machen? Ja klar, kommt, Allah, jeder, der will, soll Sparring machen, komm. Oder seid ihr bescheuert oder was? Lasst mich mein Training machen. Ihr tut so, als ob ich gegen Deontay Wilder kämpfen würde. Und so, was macht ihr da? Agit würde den Backboxen, ihr Hobby. Hm.
bei allem Respekt, Manu Abe, er würde dich trotzdem ausboxen. Natürlich sag ich doch. Das sag ich doch. Meinst du, nein, natürlich würde er mich ausboxen. Natürlich. So, natürlich würde er mich ausboxen. Ich bin ja auch kein professioneller Boxer. Könnt ihr mal aufhören, mich zu vergleichen mit irgendwelchen Profiboxern? So. Tyson oder Ali Tyson? Natürlich.